Hallo Leute, willkommen zu Let's Play StarCraft 2. Ich hatte es nicht zur Auswahl, ich probiere es einfach mal. Wie man vielleicht sieht an diesem hier, ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt und so ein bisschen viel. Mein Ziel ist es, ein Achievement zu holen. Und dieses Achievement ist, wie es sich natürlich anbietet, eines von zwei, die mir noch fehlen, in der Story-Mission zumindest. Und zwar, hurry up, it's raid night, complete the campaign under 8 hours total played. Das Ganze sollte nicht allzu schwer sein, aber ja, mache ich es einfach, darum werde ich auch nicht alle Missionen zeigen. Ja, der hier fehlt mir auch noch die höchste, Lag. Und gehen wir einfach mal los. Normal Difficulty, müssen es ja nicht schwerer machen als sowieso schon. Wie gesagt, ich habe ziemlich viel Erfahrung. Ich habe die ganze Kampagne auf brutal gespielt. Das sollte nicht so schwer sein. Ich spiele es auch Multiplayer so ein bisschen zur Zeit mit Random vor, aber eigentlich bin ich One-on-One-Spieler mit Tyran. Bin in Diamond, also gar nicht mal so schlecht. Obwohl ich zu wenig spiele, um wirklich gut zu sein. Und ja, legen wir los. And in other news today, Emperor Arcturus Manx held a press conference commemorating the end of the so-called Brood War some 4 years ago. Our own Kate Lockwell was on the scene. Emperor, the threat of a new Zerg invasion is still very real. But instead of expanding our fleets, you've squandered trillions on hunting down has-been rebels like Jim Raynor. Jim Raynor represents a clear and present threat to this Dominion. He is an unscrupulous, lawless revolutionary bent on spreading fear and dissension across the sector. He and his ragtag band of miscreants have instigated open rebellion across six separate worlds and stolen vast amounts of very weapons. It ain't over till it's over, you son of a bitch. Adjutant, are my troops ready yet? Your forces are prepared and awaiting your orders, Commander. Uploading tactical data now. Good. About time we kick this revolution into overdrive. Ja, sehr gut. Backwater Station is the center of Dominion Logistics. Ja, soweit ich weiß, zählt für die 8 Stunden nur das Ingame-Teil. Von daher kann ich mir hier so viel Zeit lassen, wie ich will. Ja, destroy Dominion Outpost. Walk in the Park. Ja, das Spiel ist auf Englisch. Wer hätte es erwartet? Adjutant, what do you got for me? Dominion forces have set up a logistics headquarters in the town of Backwater Station. This has become the hub for all operations on Marsara. The Dominion recently pulled troops out of the city, and they are now under strength. Are the locals cooperating? The people of Backwater Station are known to be anti-Dominion, but they lack weapons and organization. If I can take that headquarters away from Mengsk, it'll cripple him on this planet. Prep my ship. Ja, und ich hoffe, dass die Framerate halbwegs hält. Sonst habe ich ein Problem. Story, ich hoffe, dass ihr so halbwegs StarCraft 1 kennt. Sonst ganz allgemein, es gibt drei Völker. Terraner, Zerg und Protosse. Und die Protosse und... Ja, wir sind einer der Terraner. Arcturus Manx dort ist der Anführer der Dominions, des Terranischen Dominions auf jeden Fall, oder hieß es Dominion vorher. Auf jeden Fall ist das sozusagen unser Erzfeind. Im ersten Teil. All right, boys. Let's show the locals they don't need to fear the Dominion. What's the plan?
So, gehen wir direkt mal los. Also, im ersten Teil... Ach, hört mal auf zu reden. Ja. Don't go up that road. Doch, natürlich gehe ich das. So. Ja, dort. Terranische Liga. Stimmt, so ist die Teil. War das ursprüngliche. Hatte mir das in diesem Fall was? Commander, destroying the Dominion Holoboards will help incite rebellion against the Dominion. Ja, Dominion, genau. Also die Terranische Liga war soll. Endlich platt. So die herrschende Terranische. Ja, System macht. Und. Jimmy hat sich so ein bisschen dagegen aufgelehnt und Arcturus Manx war auch so einer und erschien mit seinen Söhnen von Kahal eigentlich wie ein cooler Typ. Dabei hat er den Ghost Sarah Kang, das Bild von eben, kennengelernt. Und. Kein Problem. Then it's time to call in that special delivery we talked about. Ja, das ist... Thanks for the assist. Auf diesem Schwierigkeitsgrad kann man einfach so durchgehen. Ja. Sind sie verliebt, aber sie wurden von Arcturus Manx... war da noch eins? Ach, egal. Betrogen, verraten, zurückgelassen, den Zerg geopfert und ja, seitdem ist Jimmy nicht wirklich gut auf Arcturus zu sprechen. Die Rebellion von Arcturus hat geglückt, darum ist er jetzt der Obermacker. Wir sind immer noch am Rebellieren, damit wir den auch noch loswerden. Oh, da rennt er. Und, Sarah Kagan wurde zur von dem Zwerg quasi entführt und zur Königin der Klingen umgewandelt, mutiert und ist jetzt sozusagen die Anführung der Zwerg und ja. There's more people still being held up ahead. Marshal Raynor. In a while since we saw you. Ja, kommt damit noch nicht so ganz klar. This is a restricted area. You insurgents are under arrest. We got your back, Raynor. Raiders roll. So, wie gesagt, erste Mission, Kinderkram. So kurz dafür. Sonst wird es vermutlich eine Mission pro Folge sein oder irgendwie sowas. Außer vielleicht All-In. Das sind jetzt immer eine Stunde. Also letzte Mission. Da muss ich mal gucken, aber ich meine, man sieht es ja, 2:47, Kinderkram. I didn't think we could fight them, but we can. Now you've got the weapons and the resources to do it. Remember, das ist meine Party. Manx can only control you if you let him. Und Gott, ja. Ach ja gut, 2 übersehen, vollkommen egal. Mission Time, 2:47, so kann es weitergehen. Ja, da haben wir unsere Sarah. Ist sie nicht hübsch? Und... Ja, mit, das Ganze mit dem Protoss, das lasse ich jetzt mal aus. Das ist gerade nicht so wichtig für den Anfang. Das sind halt so ein edles Volk, eher Verbündete von den Terranern, aber auch nicht so richtig. Hochtechnologisch. Kein Fliegenproblem, soweit ich weiß. Dafür weiß ich auch nicht, ob sie so guten Whisky haben. Anschleichen ist mit so einer Rüstung echt mies.
for the most wanted man in the sector. You ain't that hard to find. Nur auffällig ist er auch nicht gerade. I had to see it for myself. Little Jimmy Rayner, the people's hero. Tychus Finley. Nice suit. Pays to be prepared. I heard they put you on ice. Life sentence. What? To give you time off for good behavior? That's right, old buddy. I'm a model citizen now. Yeah. So, to what do I owe the pleasure? Just a friendly business proposition. Do you even know what the Dominion are doing out here? I'm guessing you're about to tell me. Digging up alien artifacts, old buddy. Your boy Minsk has gone crazy for them. But I got a contact that'll pay top dollar for every artifact we liberate from the Dominion. I guess I can hardly pass that up now, can I, Tychus? Partners, then. 60-40. 70-30. My way. Feels like old times already. Old times. Also Tychus ist kein Verhandlungskünstler, das muss man mal sagen. Ach ja. Ich könnte das hier alles angucken. This is Dr. Million, live from the UNN Studios on Core Hall. Mach ich einfach mal. Let's go live to our own Kate Lockwell on the fringe world of Marsara. Kate? Thanks, Donnie. Rebel Jim Rayner has reappeared in a big way. He's attacked a Dominion depot near Backwater Station, seizing weapons and distributing them to the local populace. Kate, I bet the locals are pretty nervous about having a notorious outlaw in their neighborhood. Actually, Donnie, the people I talked to seem really encouraged by the... Ich liebe diese Nachrichten. Keep talking, pal. I'm just Auch wenn es auf den ersten Moment so richtig albern wirkt, ist dieses mit Kara Lochtfeld als Moderatorin so ein mehr oder weniger Running Gag in der StarCraft-Geschichte. Und sie ist halt so, naja, ach komm, der Rest ist nicht ganz so interessant. Ja, ich hab Medics. Ups, jetzt habe ich auch den Rest nicht angehört. Erzählen Sie uns jetzt eh alles nochmal. So old outpost don't look like anything special. Keep your shirt on, son. Dominion engineer's been digging out here for months. See that crane? They're getting ready to move the artifact they found off-world. Well, I'll be damned. See? You gotta have a little more faith, Jimmy. All right. Time to give the Dominion a wake-up call. Let's smash that base and haul that baby out of there. Und sie ist halt so beliebt, man kann sie nicht einfach wegsperren, weil sie die ganze Zeit dieses Pro-Rainer, wobei sie eher neutral als Pro-Rainer ist. Das Fernsehen untersteht natürlich den Dominion, also total propagandamäßig, und sie ist zu beliebt, um sie deswegen abzusägen. Und ja, dort, das ist in der Story auch so ein Running Gag zwischen dem Donnie Vermillion, so heißt euch der Typ, und sie, die so die ganze Zeit hin und her gehen, sorgt für Einschaltquoten, und Einschaltquoten sind das ist so ziemlich einzige, was noch wichtig ist als Propaganda. Commander, additional tutorials are available for you to review. Oh yeah. We'll need a lot more Marines before we take on the Dominion outpost. Train them up at the barracks. While we're at it, extra SCVs will help us harvest minerals faster. Train them up at the command center. By the numbers, boys.
gangway. Coming through. SCV ready. Not enough minerals. Not enough minerals. 50, ach Gott. You gonna give me orders? This better. Who wants some? SCV ready. So, ich stecke gerade schon mal ein bisschen, damit ich ja nicht vergesse. Arbeiter nachzubauen. Etwas, was ich im Multiplayer so oft vergesse. Das ist schrecklich, sage ich euch. Yep. Big job, huh? This better be good. Wegpunkte setzen, damit alles direkt mir hinterherläuft und die sollten schon eigentlich fast ausreichen, um auf normal hier durchzugehen. The Dominion is attacking the rebel base to the southwest. Good. That'll keep the Dominion off our backs. Those folks need our help, Tagus. There's no way we're leaving them to rot. Gut, mit der Streitmacht zusammen reicht es, glaube ich. Sure are a welcome sight, but we're with you. Just tell us where you want us. Welcome aboard, boys. Gut, und da vorne noch. Kick the Dominion's ass. Rainer's the man. Dominion can go to hell. Ja, richtig. Go to hell. Gut, und machen wir den Gegner platt. Ich meine, ich spiele diese Mission schon wieder für 2 Minuten. Ja, muss langsam mal wieder Ende sein. Ja, sogar auf hart geht es auf jeden Fall so schnell und brutal nicht ganz, aber ja. Warning, Dominion Hellions approaching. Okay, das ist blöd. The doctor is in. Not enough minerals. Kurz auf ein bisschen mehr Firepower warten. Und da ist noch einer. Das sollte dann reichen. Scheiß Bunker brechen. Ah, zum Glück habe ich ja Medics. Eins Armor, joa. Ist ja auch nicht viel. Gut, und Mission geschafft. Ich meine, vor allem dank den Medics keine Chance für den Rest. Ich werde sowieso die meiste Zeit sehr bio-heavy, also biologisch Einheiten. Alle haben hier solche Eigenschaften. Die ganzen Infanterieeinheiten sind natürlich biologisch. Die sind auch beide leicht, was eher auf die Rüstung angeht. Und ja, deshalb nennt man sie Bio-Units. Ah, macht Sinn. Werde ich fast ausschließlich benutzen. Später kommen dann noch die Marauder und die Firebats dazu, Feuerteufel und Marodeure auf Deutsch, jo. Weil ich finde es immer noch die am effektivste Armee. Ich weiß, viele bunkern sich mit Siege Tanks ein, aber bis auf die Mission, wo sie wirklich unglaublich nützlich sind, werde ich sie, glaube ich, nicht benutzen. Ich mache mir sonst keine Auflagen, was ich benutzen will. Ups. Das wollte ich nicht. So, Mission geschafft, würde ich mal sagen, und wieder mal 5 Minuten gebraucht. So kann es weitergehen. Outstanding. With that barracks and factory trashed, we just gotta mop up any stragglers. Yay! War das schon wieder schwer. Crane controls accessed. Und was haben wir da? Crane control established. Beautiful. Ein wunderschönes Artefakt.
Genau genommen ein Teil eines Artefakts. Ja, 27 killed. Alle Pellets gefunden. Wie gesagt, Hardware ist genauso brutal. Es ist ja auch nicht schwer. Es ist auch die zweite Mission, was soll das schwer sein? Joey Ways. Gut, an dieser Stelle werde ich erste Folge mal beenden. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut!